Guten Morgen, herzlich willkommen zurück. Wir sind schon auf der Arbeit, wir waren fleißig, wir waren schon einkaufen und zu Hause und Taita und alles Mögliche. Und es ist noch früh morgens und ich koche jetzt schon Food, Erbsensuppe, weil wir haben heute viel zu tun. Und der Bernd hatte schon mal hier so, das Murphy hat Hunger, Suppengemüse geraspelt, kleingeschnitten und eingefroren. Deswegen kann ich super die Erbsensuppe kochen. Wo hast du denn den großen Topf? Ja. Eben warten. Ich hatte nämlich hier Schälerbsen mitgebracht. Dann hier 4 Kartoffeln. 3, 4. Ja, und das Gemüse. Und dann ist es schon fertig, wenn es gekocht ist. Ah nein, wir haben Räucherdings, Rauchsalz. Hast du das hier? Das Rauchsalz kriegen wir so nicht. Nein. Und Raucharoma, wie heißt das denn? Liquid Smog auch nicht. Das bestelle ich immer bei Amazon. Jo, nein, ich möchte nicht nochmal eben fahren. Ja, dann ist das halt ohne. Wir können uns ja heute Abend zu Hause reinmachen. Liquid Smoke. Sag mir trotzdem schon mal, wo der Topf ist. Unten. Reicht der? Ja, muss reichen. Dann gebe ich dir noch einen größeren. Ja, der reicht. Der tut's wohl. Jetzt hab. Ja. Einmal Gemüse haben wir jetzt noch eingefroren hier und einmal noch zu Hause. Dann müssen wir, kann ich am Morgen das Liquid Smoke mitnehmen und da reinmachen? Wo reinmachen? Die Erbsensuppe kann ja stehen heute und ziehen. Die muss ja nicht mit. Du musst essen, wenn da Liquid Smoke? Ja, ich würde die nicht essen, wenn da kein Liquid Smoke und so drin ist. Wieso? Ich esse sie trotzdem. Ja, oder wir nehmen die dann mit. Den ganzen Topf und machen das dann rein. Nimmst du bitte das gute Wasser? Mhm. Ja, ja, ja. Dann mach ich erstmal noch einen Tee. Hat er schon fressen? Nein. Warum muss er denn noch leiden? Weil ich erst Kaffee kochen wollte. Das ist aber ein strenges Herrchen. Oh, kann er leiden wollen. Zeitplan. Arme Chinesen, nicht so schlecht. Wasser brauchst du für irgendwas? Haben wir hinten im Lager. Soll ich da auch noch aufkochen für Tee? Ja, bitte. Kann ich aber auch selber machen. Gib dem Hund erstmal. Er leidet ganz stark. Brauchst du nicht ganz voll kochen. Wolltest du jetzt eben kochen damit nur? Nee, mach neu. Murphy, ich komme! Die kann ich gar nicht so gut haben. Es gibt auch so welche. So ein Oma-Kartoffelschäler, den habe ich zu Hause, der ist viel besser. Aber egal. Der tut's auch. Aber mit denen kann ich das nicht so gut. Egal. Whitney. Ist zu laut oder ist zu laut? Wasser. Gott sei Dank sind das nur 4 Kartoffeln und große Kartoffeln. Die Barfliste. Ja, wir machen ja heute. Bitte? Wir haben heute vor, in den Barf-Shop zu fahren
und ja, für 2 Monate einzukaufen und zu portionieren, weil wir jetzt die große Tiefkühltruhe haben. Und da kommt einiges an Arbeit auf uns zu, wenn wir da für 2 Monate portionieren. Wir hatten ja die Döschen bei IKEA bestellt und das hat... wie lange hat das gedauert mit den IKEA-Dosen? Ja, 1,5 Monate bis... Ja, das haben die angekündigt direkt von IKEA, dass das lange dauert. Wir wussten das. Aber jetzt haben wir halt so viele Portionsdosen hier fürs Hundefutter. Und deswegen können wir jetzt halt so einen Großeinkauf machen. Ja, das steht heute an. Achso, wir müssen nur bis mittags arbeiten. Deswegen geht das. So. Ja. Das geht nicht. Lass lieber, nachher geht das Dach ganz auf. Dann gucken wir aber. Mach Stopp! Ah. Etty, wo sind wir? Hey, Baby! Ja, das stimmt. Es leuchtet voll mit dem Neon. Neon, wir sind auf dem Weg zum Bath-Shop. Shoppen, Shop, Shoppen. Nein, der Hund ist nicht weg, der ist nur runtergegangen. Die wackeln richtig. Dafür, dass der Autofahren nicht mag, wird er echt mutig jetzt. Smurfy! Flapp, flapp, flapp. So, wir sind jetzt wieder zu Hause endlich. Es ist schon 18 Uhr jetzt. Wir haben voll lange fürs Portionieren gebraucht. Ich meine, klar, war ja jetzt für 2 Monate. Ha, egal. Ich mache jetzt hier die Suppe warm. Die Erbsensuppe. Ich habe schon gesehen, ich habe geschnitten das Video. Und habe ich gesehen, dass ihr das nicht verstanden habt wegen dem Induktionsherd. Da waren so Störungen im Ton. Da ist halt einfach nur drin das Gemüse. Dieses Suppengrün. Die Schälerbsen und Kartoffeln habe ich euch erzählt. Sonst ist da nichts drin. Ja, doch Salz und Wasser. Ich habe euch mal eben abstellen. Jetzt kann ich nämlich das Liquid Smoke reinmachen. Dann kriegt das so ein schön rauchiges Aroma. Man will ja keinen Speck reinmachen. So. Dann wärme ich das jetzt auf. Der Bernd ist noch eben frische Brötchen holen für uns alle. Und dann können wir endlich essen. Gut, die Küche muss ich auch noch aufräumen. Nicht so geil. Egal. Es ist fast Wochenende. Morgen noch einmal arbeiten. Und dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir auch fast Urlaub. Das ist jetzt der Bernd mit den Brötchen. Bernd? Komm, das Härchen mal rein. So. Wir müssen noch Wasser in die Erbsensuppe machen. Oh, oh, oh. Kocht ja schon hier. Der ist auf Toilette. So. Sehr nette Dame. Oh, war eine sehr nette Dame beim Bäcker. Das oh, ach so, an der. Oh. Oh, oh. Ich hab nur geholt und ich so. Oh, sag ich, ne? Die gibt es ja erst ab 10 Euro, habe ich dazu gesagt. Na, was ein Mist. Ja. Da sagt sie, kein Problem, ne? Hier. Oh. Die Laune gleich ist. Ja, wird sich halt. Ist schon besser jetzt die Laune. War schon auf dem Weg wieder besser dann. So, dann eben hier ein bisschen grob aufräumen, ne? Etty, geh mal zur Seite. Er macht schon mal den Vorspülgang. Das ist immer voll. Das ist nicht normal. Ist immer voll bei uns. Bitte? Immer voll das Leben. Ja, voll das Leben. Die Spülmaschine läuft jeden Tag. Wir haben einen Durchgriff gekriegt von Netflix. Warum? Wegen Corona? Wurde zurückgebucht.
wegen der neuen Dingskarte? Netflix. Keine Ahnung. I don't know. So. Smurfy runter. Hallo. Schaut euch das an. Er geht da immer drauf. Smurfy runter. Runter. So ist fein. Er kann das ja ablecken. Aber er darf nicht da sich draufstellen. Ich habe Angst, dass die Klappe abbricht. Er gerade war auf Toilette. Ich musste von Winkern, ne? Er war zocken, aber jeder ausfahren. Ja, jetzt ist genug mit Zocken. Jetzt ist die Familienzeit. Die Laune ist super bei Familienzeit. Eddie runter. Ich wurde gefragt, warum der jetzt Eddie heißt. Der heißt nicht Eddie. Wir nennen den nur Eddie. Einfach so, das hat, ist einfach so entstanden, der Spitzname. Eddie. So. Sollst du da runter? Geh weg, sonst darfst du da gar nicht mehr sein. So. Und dann gucken wir gleich alle Once Upon a Time. Die Serie. Nicht? Müssen wir ja nicht. Also ich möchte die gerne weiter gucken. Die ist echt super. So. So, so, so. Oh, packst du deine Karten aus? Ja, kannst du doch da auspacken. Ich hab die Lappen nicht auf den Tisch. Weil wir jetzt hier... Essen. Smurfy. Was ist das denn hier? Das ist was? Keine Ahnung. Calvino. Hast du den da so reingepackt? Mit Sicherheit nicht. So. Das war von dir kam. Hund. Manchmal spült die Spülmaschine nicht richtig. Das kann ja mal passieren. Wenn die Teller so aussehen. Wie mir das nicht passiert. Nee, er will ja immer die Spülmaschine. Er hat gesagt, wir sollen die Spülmaschine wegschmeißen und er sitzt da unten drin. So. Er wird sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wäre sein größtes Hobby. So, jetzt machen wir erstmal hier einmal Klarspülen. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. 15 Minuten. Schon Rauchsalz reingemacht? Ja, nicht Salz, sondern Liquid Smoke. Aber ist drin. Ist drin. Hier einmal bitte auf den Mixer stellen. Auf den Mixer. So, hier sind die neuen Becher. Die haben wir geholt bei Action. Die sind so schön. Mein veganes Met? Ja. Calvino mag das doch auch gerne. Nee, das habe ich auch schon. Ich hab alles schon! Ja? Das fehlt ja. Und, ey! Das war irgendwie letzte Woche in der Kabel. Ist das die Box aus dem Kühlschrank? Ja. Ja. Ist das wie bei den Asis? Ja. Nein! Oh mein Gott! Den Glitzschlag habe ich noch nicht direkt im Glitzern. Ja? Ja. Ja, guck. Dann es fehlt mir nur noch zwei Karten, weil die 36 bekomme ich ja noch. Ja, auf der App hast du schon alle, ne? Neun! Echt jetzt ziehe ich ihn zweimal hintereinander? Auf der App hast du alle schon, ne? Auf der App? Ja, das ist ja einfach zu viel. Okay. Hier, Bernd. Die Kiste. 23. Willst du sie wieder haben oder ist sie egal? Gleich. Hier, Amiri. So, letztes Pack schon. Ging so schnell. 14 habe ich auch schon. Nochmal. War das eigentlich deutschlandweit bei Rewe? Was? Deutschlandweit bei Rewe, dass es diese Karten gab? Ja. Welche Nummern fehlen dir? Sag mal in die Kamera, Calvino. Vielleicht haben Zuschauer die. 12, 20, das war's. Die 12 und die 20 fehlen dir? Ja. Und welche hättest du zum Tausch für die Zuschauer? Ich tausche dann für die Zuschauer.
Warum? Kann man doch zurückschicken dann. Ja. Ich wusste das nicht. Ja gut, also zum Carinos, da ist nicht der Mülleimer. Also zum Tauschen hätte ich die 5, die 6, die 7, die 9. Die 17, die 18, die 21, die 22, die 23, die 24, die 26, ja, fast alle. Hast du die ja 29, gesagt. Die 30, die 32 und die 35. Und was ist mit der 36? Da kommt deine Karte hin. Ja. Weil die kann man ja dann irgendwie bestellen im Internet, ne? Mit dem Foto. Ja. Hier, da steht dann drauf Walter Mustermann. Nein. Nein. Da steht da mein Name. Da steht dann Herz Perzi. Nein. Ja. Gut. Wir verabschieden uns jetzt von dem Blog. Wollt ihr auch Tschüss sagen? Nein. Ciao mit V. Ciao mit V. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!